Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die Crew ist komplett. Hi. Na gut. Ist halt einer verstanden. Ja, wenn keine Namen kommen, sage ich Hi. Hallo. Ja. Hi. Alte Teil. Alte Teil. So, das ganze Samen. Samenpflanzen habe ich euch jetzt mal erspart. Ich hatte erst was anderes im Kopf und ich habe gedacht, nein, spreche es einfach nicht aus. Was da aber? Der Besamung meinst du? Mann, Mann. Wow. Sind tatsächlich 6 Dünger in der letzten Folge rausgekommen. Das wird echt witzig hier. Jetzt gleich überall 500 drin. Was ist eigentlich mit dem Glas hier draußen? Hast du auch mal irgendwie weitergebaut? Ja. Irgendwann mal, ja. Irgendwann mal, Martin. So, jetzt haben erstmal alle Darttraps Munition. Welches Glas war das denn? Das war das normale Bulletproof Glas, ne? Ja. Boah, die Platten. Idiot. Haben das so wie? Ich hab's zumindest. So? Ich hab zumindest mal angeworfen. Ja, ja, Munition und so haben wir genug. Wir können auch über 1000 Kugeln herstellen, also. Und wir haben noch 1000. So, dann lass uns zumindest mal die Darttraps nach vorne hin Richtung Westen schon mal wenigstens mal fertig machen, dass die schießen können in der Hordennacht. Die restlichen werden wir wahrscheinlich noch nicht hinkriegen. Ja, und wenn sie aus der Richtung nicht kommen? Kommen aus der Richtung. Aus welcher Richtung? Westen? Ja. Jetzt immer aus der Richtung gekommen. Ich habe auch letzte Folge irgendwie vergessen hab. Ich wollte fort zu starten. Blöd, Mann. Aber nicht unwahrscheinlich. Nein, ach da, irgendjemand hat Forge Iron angeworfen. Das ist doch schön. So. Ja, wir haben gesehen, du hast es vergessen. Kannst du so nicht sagen. Die Frage ist, wo bauen wir jetzt den Generator hin? Sollen wir den hier unter die Brücke klemmen? Hm? Hier oben. Einfach hier eine Decke klemmen. Ja, ist ja egal, weil ich brauche ja hier einen Generator und ich brauche da drüben einen. Also... Wie soll ich denn jetzt mit dem Minibike rauskommen? Ich habe noch nicht ganz begriffen, wieso willst du Triggerplatten auf die Darttraps draufsetzen? Er will dann ja tanzen, weißt du? Wenn die davor stehen, er will da tanzen. Ja. Ach, wir sollen die aus... Ah, okay. Ja, da vorne willst du noch deine Plates hin haben. Ja, ja. Deswegen, ob hier draufstehen... Wenn du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Oder der Zombie stirbt. Dann die Brücke. So lacht ihr eigentlich? Ich sehe euch gar nicht, dass ihr das seht. Nein, wir haben es nicht gesehen. Nein. Ich hab's gesehen. Was für eine... Schlechte Konstruktion. Beispiel. Ich dachte, dir gefällt das. Naja, ich stehe da voll drauf. Aber nicht lang, der fällt zusammen. Okay. Ey. Das war an dem Beton fest, ja? An der Beton. So, die Frage ist jetzt, lassen wir das von oben dann einfach runterlaufen oder nicht? Ja, genau so machen wir es. Auf jeden Fall.
Mann, Mann, Mann. Könnt ihr ja auch so machen. Nee, nee, so machen wir es nicht. Jetzt beißt er vorne alles ab und geht einfach weg, ne? Ey, ich muss eine neue Brücke bauen. Ich brauche gleich zwei, glaube ich. Weil ja, ja. Alle zusammenstürzt? Ja, falls die nächste auch wieder zusammenstürzt, genau. Machst du gut. Eine Scheiße, ey. Ja. So. Warte, Daniel eigentlich noch keinen Error gehabt. Ich habe so oft aufs Spiel geflucht. Nein. Aber kein zweites Wire-Tool. Bastelst du da für dich alleine? Bastel da gerade für mich alleine, ja. Soll ich alle schon mal locken? Meinst du, kommst du einmal rum mit dem Scheiß? Nee, das geht nicht einmal drum rum. Für jede Seite. Ich meine, kriegen wir die Basis ringsrum schon ans Laufen, was die Darttraps angeht, das meine ich. Nee. Dann würde ich nämlich jetzt die Triggerplatten nämlich jetzt anwerfen, die restlichen. Muss jetzt erstmal gucken, was hier vorne für ein Strombedarf ist und dann dementsprechend müssen wir mal gucken. Da wird es schlecht. Bei Motoren haben wir ja zum Glück einige. Wir können sie ja erstmal nur mit Motoren erstmal laufen lassen, ob das läuft, weißt du? Nun können wir es ja hinterher immer noch umklemmen. Stimmt allerdings. Was die da draußen. Wie viele Generatoren haben wir denn? Null! Hast du noch welche in der Tasche? Edamos. Hm? Noch Generatoren in der Tasche. Setz dich für hier an. Ich hab momentan noch keine. Also ich hab meinen einen da oben hingesetzt, aber... Ja, also mindestens drei Stück brauchen wir ja dann noch. Weil ich mich gerade frage, so viele... Was brauche ich doch da eigentlich gar nicht? Weil wir benutzen ja eh nicht permanent alles zeitgleich. Du willst ernsthaft sämtliche fast 90 Stück an ein Stromnetz anschließen, oder wie? Das wird nicht an. Nein. Doch. Wir machen jede Seite einzeln. Jede Seite kriegt einen einzelnen Generator. Genau, so hatte ich mir das gedacht. Das andere macht keinen Sinn. Oh, dann brummt's ja hier nur noch. Mhm. Wir können ja. Was? Wo ist denn? Ruhe, Aufnahme. Mollchen doch egal. Mollchen interessiert das nicht. Mal Zucht und Ordnung beibringen. Zucht geht nicht mehr als kastriert. Was der mein Peter Gott. Hier zusammenfuscht hier. Das kann ich. Das glaube ich. Fuschen läuft. So. Da kommt Besuch. Besuch, das ist schön. Peter, warte mal. So, klemmst du an. Ja, funktioniert. Läuft. Ja. Hm? War ausgedacht. Oh, danke. Hast du noch ein paar brauchen? Ja, ja. So ein paar. Oder hast du noch welche einstecken? Nein, nein. Mach ich nochmal. Oh, ich gehe jetzt mal gerade aus all meinen Schmieden mal Forge Iron raus, damit wir mal ein bisschen mehr fertigen können. Also mal im Übrigen so theoretisch könnte ich hier auch eins hinbauen, das müsste für alle reichen, weil du an einem so einem Wire-Tool kannst du ja 10 Kabel dranhängen.
Nur, dann wird es der Martin sonst optisch wieder nicht gefallen und deswegen kommen hier halt mehrere hin. 14? Ich dachte 8. Ne, 10. So. Den gehen. Ich brauche keine mehr, Jürgen. Ah ja, gut. Oder doch? Oder? Brauche ich noch welche? Ich hab noch 3. Da funktioniert schon mal. Boah, jetzt baut er die davor, ey. Ja, ich dachte auch, er müsste immer mit Beton ran, aber gut. Hm? Ich dachte eigentlich, du hättest am Beton ran machen oben, aber hingesetzt. Also wenigstens an die Dinger dran gesetzt. Oder was? Wo ist noch einer? Wo? Warte, ich schau noch bloß. Neben der Säule. Na komm her. Na komm her. Gut, 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 gut. Ja. Der Ruhe im Puff. Bart? Hm? Warum ist Scheine gebart? Ja, die habe ich in der Tasche. Ich fertige gerade. Brauchst du jetzt gerade? Setz ich das an. Nur machen wir 3 Stück, brauche ich bloß. Was willst du haben? 3 Stück, 3 Parts bitte. Aufs Maul oder was? Brauchen wir bringen auch die Pressure Plates. Also, weil sonst bringt das eh alles nichts. Ja, die habe ich gerade in der Schmiede angesetzt. In der Werkbank hier. Die laufen. Ist gut. Das ist ja gar nicht mehr am Hacken gewesen bei der Leiche. Ja, jetzt noch ein bisschen rausgucken. Komm. Ein Stück hochkommt, Tobi, ja? 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 Ah, lass das Köpfchen noch ein bisschen rausragen. Hab dich. So. Wenn man zumindestens, Eingangsbereich, mal die Westseite ist zumindest mal abgedeckt. So lustig. Mhm. Sowas habe ich auch noch nicht gebaut. Nicht, warum? Weiß ich nicht. Meine Verteidigung hat immer automatisch funktioniert. Wurde nicht aktiv mit sowas ausgelöst wie so ein MG-Geschütz oder was auch immer. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde, macht halt ein bisschen mehr Sinn, weil du halt ein bisschen ressourcenschonender arbeiten könntest. Die Schonung liegt auf könntest. Was ist denn da jetzt? Ja, könntest halt. Was ist jetzt daran so witzig? Könntest halt. Könnte, man muss aber nicht, ne? Genau. Dann würde ich jetzt zumindest mal einmal hier mal drum rumlaufen. Du musst jetzt echt draußen aufpassen. Ja. Das stimmt allerdings. Warum? Ihr könntet doch so scheiden, dass auf Zombies reagieren. Hat er dir gerade ein Ei weggeschossen oder was? Also, sofern irgendeiner drauf springt, kannst du das nicht steuern. Auf jeden Fall kannst du behaupten, wenn du einen tötest, ich hab doch nur gestanden. Hab mich gar nicht bewegt. Ja, genau.
Hat Ständer gesagt. Okay, da muss ich mich jetzt aber auch erstmal dran gewöhnen. So, gut. Soll ich das jetzt hier irgendwo noch reparieren oder? Was machst du da, Martin? Ausprobieren. Was probierst du aus? Sprechen Sie jetzt? Herauszufinden, wie ich am besten die Weltherrschaft übernehme. Yeah! Ah, das war's. Okay. Ja, Pinky. Denkst du das, was ich auch gerade denke, Pinky? Ich glaube schon, Brain, aber ich weiß nicht, wie wir die Spice Girls hier reinbekommen. Ah ja. Kult. Feral? Feral? Radiated Feral vor allem, Martin. Oh, da. Richtig. Ja, läuft, würde ich sagen. Naja. Ich denke, bis zur Horde haben wir keine Darts mehr drin. Mhm. Ja. Kann so sein, ja. Trotzdem immer noch keine, was der Martin hier probiert. Was denn? Martin Hund. Was? Martin Hund? Was? Meinst du den Toten da oder was? Mhm. Oh, die Rampe oben, was? Ich hab schon mal die Machete-Blade geklaut. Ich hab mir da mal was zusammen kombiniert. Aus 5 Machete-Blades, 1 Machete-Blade. Ja. Hunderter. Ah ja. Jetzt eigentlich. Es gibt Menschen, es gibt Egoisten, es gibt Stormen, ne? Auch wenn wir die Brücke hochzumachen. So, ich habe euch ein paar neue Macheten reingelegt in die Waffenkiste. Außer die für Stormen. Warte, wo sind sie? US. Vorsicht, Baumfeld. Noch gar kein Baum, Mann. Das Holz ist quasi. Ich warte, Martin. Sind die Ramps ausgegangen? Ach so. Falsch. Das habe ich auch gesehen. Aber erstmal drauf gedrückt. Eigentlich wollte ich auch nur das Stück drunter reparieren. Hauptsache erstmal drauf gedrückt. Das schwach, Mart, schießt da als drauf. Alles gut. Wem kann ich denn von hier unten eigentlich in den Sack schießen? Aus einem schwulen Bogen, das kann nur der Tobi sein. Der hat noch einen Ofen. Das Beste ist, du guckst bei mir geradeaus. Und nicht nach oben. Was machst du da jetzt weg, Martin? Die Rampe ist doch richtig da.
Oh, ich muss mir echt abgewöhnen, da drauf zu springen. Und was der Martin da macht. Oh Gott, jetzt bin ich runtergefallen, verdammt. Deine Brücke, ey. Nur ob das was wird hier. Weiß noch nicht genau, was er da machen will, aber... Ich auch nicht. Was da hin? Ich weiß ja noch nicht, was es werden soll, Martin. Was denn? Also, was verstehst du jetzt nicht? Du also, wie du den unteren Teil da jetzt machen willst. Ja, der braucht leider noch 6 Minuten, da kann ich auch nichts für. Deswegen habe ich auch gerade so nicht so die Eile. Okay. Weil die Zugbrücke so lange braucht. Und dann fällt sie wahrscheinlich wieder runter. Wahrscheinlich. Bitte mit einer Zugbrücke, willst du noch eine zweite da auf das Beet draufsetzen, oder wie? Ja, sicher. Safety first. Die muss aber eins höher sein, Martin, ne? Man kann die Zombies drauf rumhauen. Nein. Doch. Ja, theoretisch, aber das ist mir doch egal. Na dann. Na gut. Dann ist das nun mal so. Na gut. Das musst du überraschen, wie der Martin das fertig bauen wird. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die Folge gefallen. Bleibt dran. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Leute. Tschüss. Ciao. Ja.